Christine Lambrecht hat am Montag um ihren Rücktritt aus dem Amt als Verteidigungsministerin gebeten. Der SPD-Politikerin stehen nach Amtsende noch 3 volle Monatsgehälter zu. Er gibt bei 16.614 Euro im Monat insgesamt 49.842 Euro. Danach stehen ihr weitere 21 Monate lang die halben Bezüge zur Verfügung. Er gibt 174.447 Euro. Insgesamt also fast 224.000 Euro. Ist das gerechtfertigt? Und Frau Lambrecht bekommt 4.600 Euro Pension, die sie übrigens schon mit 60 antreten kann. Bei normalen Bürgern redet man davon, dass man jetzt schon bald bis 70 arbeiten soll, um Rente zu bekommen. Lächerliche Rente von 800 bis 1.000 Euro. Es ist unerträglich, es ist beschämend und alles auf Kosten von uns. Wir bezahlen die Scheiße. Ich möchte im Strahl kotzen.